Hi Leute, ich habe heute einen Henry bei mir. Ich wollte heute mal mit dem Henry die Frage klären, weil es eben immer wieder aufkommt und wir hatten uns nämlich vorhin erst darüber unterhalten, das Thema mit Einläufen. Und zwar kam immer wieder die Frage von euch, wenn ihr Einläufe macht, ist es irgendwann zu viel und spült ihr dann nicht alles an Darmflora raus? Ist es schädigend für den Darm? Und da wollten wir einfach nur ein paar persönliche Erfahrungsberichte mal da lassen. Willst du vielleicht einfach starten direkt? Vielleicht auch noch mal zu den Hintergründen erstmal, was Einlauf angeht. Also man kann am Anfang erstmal nicht grob sagen, weil ja viele denken, ist ja oft auch was, wo abschreckt. Am Anfang, oh, muss ich Einläufe, wenn ich mich jetzt gesünder ernähre, ist es unbedingt notwendig? Also vielleicht nur meine Erfahrung dazu kurz zu schildern oder meine Meinung dazu, was ich auch immer wieder gesehen habe. Ich habe jetzt zum Beispiel am Anfang der Rohkost erste Jahr unglaublich viel Einläufe gemacht, fast täglich, ein Jahr lang oder alle 2 Tage. Und jetzt habe ich vielleicht die letzten 1, 2 Jahre so gut wie gar keine Einläufe mehr gemacht. Und die Verdauung läuft einfach total perfekt im Moment. Und Stuhlgang ist übrigens auch so ein Thema, wo man eigentlich drüber ein extra Video nochmal machen kann, wenn euch das interessiert, wie das richtig sein sollte, Erfahrungsberichte, dann kommentiert unten drunter. Und auf jeden Fall zu meiner Erfahrung. Es geht auch ohne Einläufe, weil viele schreckt es ja auch immer ab. Lauren Lockman zum Beispiel, der macht auch Wasserfasten mit 30, 40 Tagen ohne Einläufe. Und die Leute haben auch noch nach dem fünften, sechsten Tag Stuhlgang. Und da kommt dann wirklich dieses alte, verkrustete Zeug raus. Aber ich finde es halt wesentlich unangenehmer und ich denke, ein Einlauf kann ein wunderbares Mittel sein, um den Körper zu entlasten. Und gerade weil wir halt so überschwemmt sind mit Toxinen, kann diese natürliche Methode, viele würden es ja dann wieder als unnatürlich bezeichnen, aber das, was wir halt mit dem Körper gemacht haben, ist mehr als unnatürlich, als so ein Einlauf. Und dementsprechend, ich denke, es ist nicht notwendig. Das will ich nur am Anfang eben von dem Video sagen. Es ist eine gute Entlastung, aber es soll dich nicht abschrecken, wenn du in die Rohkost starten möchtest. Und diese Sprüche, ne, ich habe keine Lust, mir was in den Hintern zu schieben. Und wenn das für eine Gesundheit notwendig ist, ne, es ist auch nichts dabei, sich mal ein bisschen Wasser in den Hintern laufen zu lassen, um das Ganze zu reinigen. Wir machen ganz andere OPs, lassen uns die Wade aufschneiden, setzen irgendwelche Adern wieder ins Herz ein, lassen da auch aufschneiden. Das ist für mich dann eher extrem. Und sowas kann halt ein Hilfsmittel sein, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Wenn du da so völlig abgeneigt bist, dann sollte es für dich jetzt kein Hinderungsgrund sein, in die Rohkost zu starten oder in eine gesündere Ernährung. Oder was würdest du da noch so ergänzen, einleitend, warum Einläufe? Ja. Ich persönlich mache das jetzt schon seit 7 Jahren. Also seit 7 Jahren bin ich quasi auf dem Weg dieser Rückregeneration. Und ich habe angefangen nach einem halben Jahr ungefähr mit den Einläufen. Ich war jemand, der am Anfang, der früher immer gesagt hat, so, ja, Einläufe, das ist, ja, schwul, hat man immer gesagt damals, ne, so ungefähr. Dann hatte ich dann halt eben, ja, in dieser Reinigungsphase bin ich dann irgendwann auf Markus Rotkranz gestoßen und der hat halt über Einläufe gesprochen. Und da hatte ich mich dann, oder da habe ich dann damit angefangen, mich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Und ab dem Punkt dann irgendwann habe ich damit angefangen und habe es eigentlich nie wieder gelassen seitdem. Und jetzt ist es eigentlich auch so, die letzten Jahre war es halt eigentlich immer so, dass ich wirklich täglich mindestens 1 Liter, also einen Einlauf mit 1 Liter gemacht habe. Und das habe ich jetzt die letzten Jahre immer so durchgezogen. Klar gab es auch mal Tage, wo ich keine Zeit hatte, um das zu machen, aber ja, und man muss halt auch mal schauen, der Einlauf selber, der wurde so aus dem Bewusstsein der Menschen gedrängt. Ich sag mal so, am Anfang des 20. Jahrhunderts war es so, dass in Mineral- und Thermalquellen, da gehörten Darmspülungen mit dazu, zur Heilanwendung, ne? Mit Sonnenbad noch und mit den Bädern dann selber. Und selbst in der ägyptischen Schönheitskultur damals fanden die Einläufe auch immer die spielten eine ganz große Rolle, ja. Und das findet man alles noch im Internet. Also das könnt ihr auch nachlesen. Wir erzählen das nicht nur einfach. Oder Prüft das selber nach. ja, So. das Friedensevangelium von den Essenern,
Essen oder Essenern, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Schaut da auch mal rein, hatte ich auch mal ein Video zu gemacht, schon länger her. Aber da ist es eben auch so, da wird beschrieben, du sollst den Rankkürbis nehmen, sollst den aushöhlen, dann sollst du die Ranke von dem Kürbis nehmen und ja, dir einführen und dann dich in den sonnengewärmten Fluss setzen und ja, das Wasser einfließen lassen und eben das reinigen, bis der ganze Unrat raus ist. Man muss auch mal schauen, jetzt unsere, wenn man jetzt unsere Lymphe von den meisten Menschen anschaut, ja, ist es halt so, dass die Lymphe sehr sauer und sehr träge ist. So, und was passiert dann im Körper? Wenn du dann so eine Lymphe hast auch, muss der Körper das irgendwie wieder ausgleichen, weil was passiert sonst, wenn man das nicht macht? Dann passiert es, dass die Haut schlaff wird, ja, man sieht halt einfach faltig aus und sowas, ne? Und das passiert eben durch diese saure und träge Lymphe. Und dafür braucht man dann eben auch wieder vor allen Dingen natürliche Lebensmittel. Und dann eben muss man auch wieder einen Ausgleich dafür schaffen. Und dafür ist dann eben der Einlauf ganz gut, weil der leitet das dann wieder aus. Und man muss auch mal schauen, ja, die Lymphe, die im Körper ist, die fließt ja dann im Lymphgefäßgeflecht im Bauchraum mit sehr vielen Lymphknoten zusammen. Und da gibt es dann einen großen, der größte Lymphknoten überhaupt im Körper, die Cisterna Cüli heißt die. Und von der geht es dann quasi von der Lymphe in den Darm geht es dann rein. Und die schlechten Säfte werden über den Darm ausgeschieden. So, und wenn der Darm irgendwie verstopft ist, verschleimt, verkrustet, was auch immer, dann kann dieser Prozess nicht mehr stattfinden und die Lymphe kann nicht mehr richtig abfließen. Und dadurch passiert es dann eben, dass dann diese sogenannten Krankheiten, die da draußen ja so schön erfunden wurden, über das letzte Jahrhundert, passiert es dann eben, dass dann solche Sachen entstehen. Dem kann man halt aber eben entgegenwirken, eben mit den Einläufen, mit der natürlichen Ernährung und Bewegung, was noch alles mit dazugehört, ja. Aber deswegen ist das halt auch so ein Grund, warum die Einläufe halt auch so wichtig Ja. sind. Und es ist nur Wasser. Es ist halt nur Wasser, ne? Oben trinken wir auch ganz normal Wasser. Wenn es jetzt von unten noch einmal reinkommt, dann ist das wieder für die meisten Menschen unnatürlich. Ja, klar, weil es uns nicht anders beigebracht wird. Aber bis vor 15, 20 Jahren und auch teilweise noch heute gehören die Einläufe in Krankenhäusern, gehörten einfach mit dazu, Ja. ja. Bei Bei heute, bei. meinem Opa war das auch noch so, dass der immer Einläufe dann bekommen hat. Ja. Wo er 70, 80 war rum. Ja. Und genau, das gehört da auch noch normal in die Behandlung eben mit rein. Und es ist halt eine Behandlung für Kranke. Und wir sind alle im Grunde krank. Das wird man feststellen, wenn man dann mal fastet, wenn man die Ernährung umstellt, was da eingelagert ist. Und gleichzeitig dann eben auch, was eben auch, finde ich, ein großer Faktor ist, was du ja auch erzählt hast von anderen Erfahrungen, wenn man eben noch mal in der Stadt lebt. Diese Umgebungsbedingungen, die spielen halt dabei auch eine große Rolle. Und da kann ein Einlauf dann sehr entlastend sein, gerade wenn man in der Stadt nicht eine richtige Umgebung zum Entgiften hat. Ich finde das Beispiel immer schön, wenn du halt mit einem Motorboot im Schlick rumfährst und da sind überall Algen und der Motor, du kannst da keine Höchstgeschwindigkeit mit deinem Boot fahren, so. Und ja. Und wenn du klare, frische Luft hast, ich meine, unsere Lungen schwimmen hier in einem Meer von Luft halt, und wenn die Luft dementsprechend klar und sauber ist, dann können die Organe auch richtig arbeiten und die Entgiftung richtig stattfinden. Aber wenn wir eben so wie in der Stadt, wie in Leipzig zum Beispiel sind, dann kann es auch halt hilfreich sein, öfter mal Einläufe zu machen und dadurch die Entgiftung besser zu unterstützen. Und bei dir ist es ja genauso, du bist ja, so lange lebst du jetzt noch gar nicht in Leipzig, ne? Und ja, du merkst ja auch, da kannst du vielleicht jetzt nochmal persönlich erzählen und du hattest ja noch von einem anderen Fall berichtet, der eben auch in der Stadt lebt, seit 40 Jahren, hast du gesagt? Genau. Und erzähl einfach mal, ne? Und zwar viele, die mich vielleicht auch schon kennen, ich berichte ja öfters mal über Professor Spira, der eben die schleimfreie Heilkost von Arnold Arendt weitergeführt hat im englischsprachigen Bereich. Und dort gibt es jemanden, der die schleimfreie Heilkost schon seit über 40 Jahren durchführt. Und er nennt sich Brother Air, das ist im Prinzip sein Künstlername dort. Ja. Und er macht seit über 40 Jahren, macht er täglich einen Einlauf und er kann genau an zwei Händen, kann er abzählen, wo er keinen Einlauf gemacht hat. So. Ja, 40 Jahre. Und dann kann man mal überlegen, weil echt oft die Frage bei mir kommt so von euch, geht die Darmflora dann nicht kaputt? Es wird ja auch nicht der ganze Darm erstmal durchspült, ne? Es geht nur in Dickdarm bis zum Dünndarm eben an den Pförtner hin und beim Blinddarm, aber es bleibt erstmal meistens noch was übrig und dann ist es so, dass sich das Milieu eh automatisch aufbaut, je nachdem, wie man sich ernährt. Und ja, es passiert eben im Dünndarm vorher auch schon einiges. Genau. Ja,
Und da trifft dann auch wieder das Beispiel zu, du bist, was du isst, ne? Wenn du halt, wenn der Dickdarm halt, wenn da irgendwas drin ist, ja, wir reinigen ja wirklich bloß den Dickdarm, so wie es Tobi gerade erzählt hat. So, wenn der Dickdarm sauber ist, da können auch die Sachen aus dem Dünndarm nachrutschen und der Körper funktioniert wieder. Das ist dann quasi ein Fluss, der da stattfindet. Und die Energie kann wieder viel besser fließen, ja. Ja. Das ist ja wie so auch die Zelle. Wenn die Zelle sauber ist, in der Zelle selber, haben wir ja elektrische Energie drin. So, wenn die Zelle sauber ist und der ganze Körper sauber ist, kann diese Energie halt perfekt fließen. So. Und wir fühlen uns dann dementsprechend auch. Ja? Wir beide können Ja. das selber bestätigen. Ne? Ja. So, am Anfang bist du halt, ich sag mal, mehr oder weniger so eine Jauchegrube, und über die Jahre hinweg wird die Jauchegrube immer, immer sauberer und immer sauberer. Und irgendwann wird aus der Jauchegrube Ja. dann ein schönes Becken Genau. Ja. voller Sauberkeit, so ungefähr. Und man kann eben alle Wege auf der Reinigung gehen, ne? Man benutzt verschiedene Besen, verschiedene Mittel. Ich stelle es mir auch immer vor, ich meine, unser Körper ist ja wie so ein Röhrensystem. Stell dir mal vor, du hast einen Schlamm, einen Schwamm. Und der ist jetzt verklebt. Und du probierst den irgendwie sauber zu machen, so einen verklebten Schwamm. Und dann nimmst du halt mal verschiedene Mittel, quetscht den aus, machst mal wieder trocken, dann wieder mit Flüssigkeit durchspülen. Und genauso ist es im Prinzip mit dem Körper. Du benutzt verschiedene Mittel und verschiedene Wege und dementsprechend reinigst du dann diesen Schwamm nach und nach. Das ist nicht so, dass du einmal Wasser drüber gießt und einmal quetschst und dann ist es raus. Das machst du halt 10, 20, 100.000 Mal. Und ja, je nachdem, was da halt festsitzt und wie tief. Ja, und was für ein Kleber da verwendet wurde, braucht man halt auch andere Mittel. Und das sind dann diese Reinigungsmittel und Heilmittel, aber die braucht man nur, wenn man so verunreinigt ist und dementsprechend krank sind. All diese Heilmittel, wenn du die prophylaktisch nimmst und in der Situation oder für jemanden angewandt, der es gar nicht braucht, dann sind die schädlich. Immer. Das ist wie wenn du Krücken benutzt und kein gebrochenes Bein hast, dann bauen sich die Muskeln ab und der Körper deformiert sich. Du solltest wieder dahin kommen, dass du diese Heilmittel nicht mehr brauchst, weil die sind wirklich nur für einen expliziten Krankheitsfall und nicht prophylaktisch und einfach so, wie so ein buntes Martis reinzuhauen, sondern ganz gezielt und nur wenn du Ahnung hast, beziehungsweise auf deinen Körper hörst. Ich würde gerne mal ganz kurz auf Vater R zurückkommen, weil bei ihm ist es interessant auch, er fastet jetzt ja oft mittlerweile. Ja. Und bei ihm ist es dann so, der macht teilweise Fastenphasen von 6 Monate bis 15 Monate. So in diesem Schnitt macht er immer diese Fastenphasen. Und er persönlich sagt auch, dass er zum Beispiel, selbst wenn er in dem 9., 10., 11., 12. Monat ist, er macht dann trotzdem täglich immer seinen Einlauf, und es kommt konstant etwas raus. Es kommt wirklich konstant etwas raus. So, das ist einmal bei ihm auch aus seinem Körper, was dann noch die Reste sind, aber natürlich eben auch diese ganzen Umwelteinflüsse, die wir dann trotzdem noch ja, zu uns nehmen, ja, eben durch Abgas und so weiter. Das sieht man ja teilweise nicht, weil es ja Ja. so klein ist, dass man es nicht sehen kann. Und das sammelt sich natürlich auch bei uns rein. Man muss ja mal überlegen, der Körper agiert wie ein Schwamm, ja. Ist egal, wenn man so auf die Haut was drauf tut, zum Beispiel sagen wir jetzt mal Wasser, der Körper zieht das rein, es geht einmal durch den Kreislauf und dann geht es wieder nach draußen. So, und so ist es eben auch mit Schadstoffen. Wenn wir es einatmen, es geht leider in uns rein, und man muss sich dann halt eben, oder man sollte sich, müssen tut man gar nichts, sich dann eben Wege finden, wie man das dann halt wieder ausleitet, und dass man halt deswegen auch, sag mal, langfristig und gesund leben kann. Ich habe auch Genau. ein Video gesehen von einem 114-Jährigen. Er hat dann eben auch gesagt, was so im Prinzip, wie er sich erklären kann, dass er so alt geworden ist und auch so immer noch so gesund geblieben ist. Und da hat er im Prinzip gesagt, liebe Menschen, das Wichtigste ist ein sauberer und gesunder Darm. Und hat dann eben auch die Darmreinigung angesprochen. Ja. Ja. Ich hoffe, es ist alles einigermaßen geklärt. Und wenn euch noch was Ergänzendes einfällt, beziehungsweise wenn ihr noch die ein oder andere Frage zu dem Thema habt, dann kommentiert einfach unten drunter. Und dann kann man ja auch nochmal ein Video dazu machen, wenn wir mal wieder zusammentreffen oder auch einfach über Ja, einen sehr Stream gerne. notfalls. Genau. Ein letzter Punkt noch. Schaut euch das Buch an von Dr. Norman Walker, Darmgesundheit. Ganz wichtig. Dann Ja, versteht man das Thema unbedingt reinschauen. Dann um verlinke ich es dem mal unten besser. drunter. Stell einen Affiliate-Link drunter. Genau. Ja, und ansonsten, ja, macht's gut. Schreibt, wie Ja. gesagt, unten drunter. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.